Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ja. Also 100% will ich ja nicht machen, also brauche ich ja die Assassin-Gräber nicht, oder? Ja. Im letzten Part habe ich ja meine Rüstung aufgerüstet. Oh nee. Unser Dank gehört euch, Ezio. Warum folgt euch der Ärger immer auf dem Fuß? Antonio, ihr wisst, warum ich hier bin? Wohl, um Venedig von Marco Barbarigo zu befreien. Wirklich, Ezio, wir haben das schon mal getan. Und dieser neue Templer-Doge ist ein noch größeres Schwein als der letzte. Außerdem verlässt er nie den Palazzo. Ja, außer heute Nacht. Er würde nicht wagen, Karnevale zu verpassen. Woher wisst ihr das? Nun, er gibt das größte Fest von allen. Aber hineinzugelangen wird nicht leicht. Dafür benötigt ihr eine goldene Maske. Und bevor ihr eine fälschen wollt, denkt dran, jede Maske hat eine Nummer. Glücklicherweise habe ich eine Idee. Mal sehen, ob wir nicht eine Maske gewinnen können. Mit Theodoro über Marco Barbarigo sprechen. Was ist, mein Sohn? Wollt ihr mich etwas fragen? Ja, vergebt mir aber, warum tragt ihr die Kleider einer Nonne, wenn ihr keine seid? Wer sagt, dass ich keine bin? Doch, ich bin mit dem Herrn vermählt. Und trotzdem seid ihr auch eine Kurtisane. Ihr betreibt ein Bordell. Und? Ich sehe da kein Problem. Es ist meine Entscheidung, wie ich meinen Glauben praktiziere und was ich mit meinem Körper mache. Wie viele junge Frauen war auch ich angezogen von der Kirche. Wurde aber von den Gläubigen dieser Stadt desillusioniert. Die Menschen sehen Gott als eine Idee ihres Kopfes und fühlen ihn nicht tief im Innern. Männer müssen erfahren, wie man liebt, um Erlösung zu erfahren. Meine Mädchen und ich bieten das unserer Gemeinde. Ich wusste, keine Kirche würde mit mir übereinstimmen, also gründete ich meine eigene. Nicht gerade traditionell, aber durch meine Pflege. Werden die Herzen der Männer stärker. Unter anderem, würde ich sagen. Mach das? Wie weit ist denn der Weg noch? Sind wir schon da? Ja? Okay. Signori e Signore! Kommt her, kommt her! Die Spiele des Karnevale sollen beginnen. Habt ihr den Mut, um einen Preis zu kämpfen, so prachtvoll wie dieser? In diesem wie in jedem Jahr wird die goldene Maske einer Person und nur einer Zugang zum persönlichen Ball unseres geliebten Dogen gewähren. Wer würde diesen besonderen Preis nicht wollen? Kommt, tretet an! Wer auch immer sich heute als Meister unserer vier Spiele herausstellt, soll der persönliche Gast des Dogen sein. Beeilt euch besser, Ezio. Was? Signori, signori,
Dies mag die leichteste Herausforderung sein oder die schwerste. Ein Spiel um Charisma und Charme. Kommt näher, wer wird den Preis gewinnen? Willkommen! Ob ihr gewinnt oder verliert, dies wird euer heutiges Lieblingsspiel sein. Meine Damen? Und so wird gespielt. Alle Damen in diesem Bezirk haben Schleifen. Die müsst ihr erobern. Wer immer mehr davon hat, wenn mein Stundenglas abgelaufen ist, wird der goldenen Maske einen Schritt näher sein. Okay. Mehr Schleifen von den Damen im Karneval sammeln als die Mitstreiter. Und ich bin nicht einfach hier. Achso. Darf ich mich zu euch gesellen? Oh, Entschuldigung. Nicht. Hallo. Wie hübsch ihr heute aussieht. Uiuiui. Heilige Madonna. Dürfte ich um eine Schleife bitten? Wie geht's dir denn? Habt ihr etwas für mich, meine Schöne? Natürlich nicht. Hey, Süße. Hallo, meine Damen. Na, kommst du mit zu mir? Na klar. Wie geht's dir, Ben? Habt ihr etwas für mich, meine Schönen? Schöner Mann. Dürfte ich um eine Schleife bitten? Ich brauche nur noch eine. Ah. Oh. Die macht mir alles kaputt. Nun, wie willst du dich? Was kannst du zu einem solchen Verhalten? Nur Geduld! Seid... Ups. Bereit, wenn der Moment gekommen ist. Ich hab keine Lust zu kämpfen jetzt. Kommt und seht, was Stolz, Schönheit und Jahre der Erfahrung euch bieten. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Ja, mir zurück. Edle Preise für meine schon hier bin. Ich habe heute frisch gestellt. Kaiser, macht gute Besserung, Amico. Ich habe auch Accessoires, um eure Erscheinung abzuhalten. Schleife, hallo. Hey, Süße. Hallo, meine Damen. Na, kommst du mit zu mir? No. Wir haben einen Sieger. Ihr habt mehr Schleifen als jeder andere Mann hier. Ihr habt euch als Frauenschwarm bewiesen. Und ihr seid dem größten Preis aller Zeiten noch näher. Es sind nur noch zwei.
Na komm, schon mal in den Aussichtspunkt hier. No. Es gibt keinen Grund, hier oben zu sein. Ja. Was denn? Meine Eingeweide werden schon bald die Piazza schmücken. Ach nö, hab ich keine Lust. Alter! Beschäftigt ihn! Und weg hier. Kann ich mal die Kamera drehen? Dankeschön. Aber ich kann schmieden. Glaub ihm an mich. Verliert ihn nicht schon wieder. Ich sehe ihn. Oh, fuck. Hallo. Was reicht's? Verpisst euch jetzt. Strazo, das ist dein letzter Tag. Wir kriegen ihn. Mal Kartoffel. Tretet näher! Willkommen, willkommen! Die Spielregeln sind einfach. Hängt eure Gegner ab, holt die Fahne aus der Mitte des Feldes und bringt sie zurück zum Start, um zu punkten. Wenn der Gegner die Fahne trägt, müsst ihr ihn oben werfen und seine Fahne stehlen. Erobert die Fahne als erster zum dritten Mal und die goldene Maske kann euch gehören. Kopf durch den Flag. Ist das unten oder unten? Töten oder nicht töten? Ach
nicht töten? Okay. Lauf. Na komm, schnell, 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 schnell. Nein, Mann. Ey, meine Flagge. Lag. Ich hab sie. Was? Wo? Wie? Was? Auf dem Dach oder was? Hä? Was? Mama. Nein. Lauf, 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 zieh durch. Mann. Ich warte hier auf ihn. Ah, ja, ich komme. Was? Die Flagge muss woanders hin? Ich dachte, sie ist da. No.
Okay. Oh. Oops. Hey. Vielen Dank. Ach nö. Geschafft, geschafft, geschafft. Ich hab gewonnen. Also wenn es drei Spiele sind und ich habe zwei gemacht, müsste ich da ein letztes Spiel nicht mehr machen. Hä? Wir haben einen Sieger. Ihr habt eure Fahne beschützt und die des Gegners erobert. Ihr habt euch als Krieger ohnegleichen bewiesen und kommt dem Sieg immer näher. Ja, machen wir das letzte im nächsten Part. Also, dann ist es ciao.